Ja, hallo, ich bin Charles Kapschan, heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es was ganz Spezielles, nämlich wir werden die Random Boss Challenge in Fortnite spielen. Und was müssen wir dafür machen? Ganz einfach, Leute, wir müssen natürlich erstmal in Fortnite reingehen und in den Spind. Und ihr seht auch schon, ich habe hier das Ganze auf Zufall gestellt, nämlich... Wir haben hunderte von Skins, unzählige Skins. Ich kann sie gar nicht mehr alle zählen. Aber ich habe mir was ausgewählt. Und zwar, ich habe alle Bosse markiert, die es in der aktuellen Season 12 gibt. Da gibt es einmal den Midas, Brutus, Muskelkater, Sky und TNT Tina. Und jeder Boss hat eine spezielle Waffe. Zum Beispiel TNT Tina hat den Explosive Bogen. Und wir werden das Ganze jetzt so machen. Ich habe das Ganze auf zufälligen Skin gestellt. Und aus diesen Favoriten-Skins wird mir das Spiel jetzt irgendein Skin zuordnen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt TNT Tina bekomme, muss ich in einer Runde mit dem Explosive Bogen insgesamt 10 Kills machen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass wir TNT Tina bekommen. Ich hoffe nicht, dass wir Midas bekommen, weil in der Agency, Leute, wir dürfen keine anderen Spieler mit anderen Waffen killen. Wir müssen wirklich nur die Bosswaffen benutzen. Das ist einfach geisteskrank. Deswegen, ich hoffe auf Sky oder so. Ich bin gespannt, welchen Skin wir erhalten, Leute, welche Waffen wir spielen müssen. Wie gesagt, wir dürfen nur Gegner killen mit den Bosswaffen und müssen mindestens 10 Kills machen. Das ist die Challenge. Ich würde mal sagen, wir stellen auf Zufall und dann Abfahrt nach Ingame. Okay, okay, okay. Wir sind am Arsch. Wir sind richtig fertig auf der Bereifung. Kann noch nicht wahr sein. Wir haben Real Talk Midas bekommen. Hätten wir nicht irgendwie Brutus oder so bekommen für so Grotto oder irgendeinen anderen Skin? Nein, wir bekommen Midas und dürfen jetzt erstmal ins neue Tilted Towers reinfliegen, wo richtig die Post abgeht. Also, Freunde, nochmal zum Mitschreiben. Wir dürfen keine gegnerischen Leute killen. Wir dürfen uns Waffen besorgen. Mit den Waffen können wir die Handlanger töten und Midas. Das ist aber auch die einzige Sache, die wir machen dürfen. Ansonsten heißt es, ich dürfte den anderen Leuten ausweichen. Grüße gehen raus. Ey, das darf nicht wahr sein. Hot Drop. Super. So, ich werde jetzt Trick 17 machen, Leute. Wir werden uns jetzt erstmal eine Waffe besorgen. Werden dann in die Telefonzelle reingehen und hier landen sogar Leute. Ja, es war klar gewesen. Es landen hier immer Leute. Weil ich sag auch ganz ehrlich, das Trommelgewehr ist schon extrem stark. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal Minis und, ganz wichtig, eine Pistole. Weil wir gönnen uns jetzt hier noch die Kiste nebenan. Und dann hoffe ich, dass wir relativ schnell Midas finden. Und wenn wir Midas gefunden haben, Bruder, wir machen direkt, Leute, Trick 17, wenn ihn aus dem Leben pusten, haben die Drum Gun und dann gibt's die 20 Bomb. Weil, Real Talk, ich sag euch ehrlich, eigentlich ist es auch gar nicht so schlecht. Nämlich überlegt mal, wir hätten TNT Tina bekommen. Werden wir T. Oh, oh, hier. Oh, vor uns ist einer. Okay, Leute, das war kein Bot gewesen. Ah, schnell. Rein hier. Nein. Bruder, lass mich in Ruhe. Ich bin Noob. Ich bin Bot. Ich bin Bot hier. Ich gehöre zu den Armee hier zu. Hallo. Hallo. Oh. Jungs. Ey. Ich bin noch einer von euch. Warum schießen die denn auf mich? Hä? Lass mich doch in Ruhe. Ihr schießt auf eure eigenen Leute. Hallo. 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 Ey. Ich ruf die Bullen, Digga. Lass mich... Au. Ey. Ey, Freunde, das ist hier zu wild, ne? Oh, Midas ist hier direkt um die Ecke. Okay, okay, okay. Jetzt könnte es eventuell klappen. Warte mal. Ein HP, easy, easy. Easy. Easy, easy, easy. Gar kein Problem, kein Ding für den King. Wichtig, so. Leute, wir haben die Drum Gun. Den Rest müssen wir wegwerfen. Das Einzige, was erlaubt sind, sind Heiltränke, Bandy Gun und natürlich Schildtränke. Aber jetzt können wir loslegen. Unter uns, unter uns. Bruder, hier sind einfach zu viele, ne? Hier sind... Ne, wir dürfen nicht so offensiv reingehen. Wir müssen wirklich zusehen, dass wir jetzt ein Medkit kriegen. Medkit oder Bandage ist mir eigentlich beides. Beides gut. Beides ehrenhaft. Komm. Ey. Kann doch nicht wahr sein. Was ist hier los, Junge?
Die sind unten. Da rennt er, da rennt er, da rennt er, da rennt er. Okay, wir machen ganz entspannt, Leute. Wir haben keine Panik auf der Titanic. Ziel ist es, über 10 Kills zu machen. Es leben noch mehr als genug Leute. Das sollten wir locker schaffen. Gar kein Problem. Das Problem ist nur, wo ist die Schlüsselkarte? Weil... Oh, hier sind die irgendwo. Ey, hier sind so viele Leute, ne? Ey, ich höre so viele Steps, das glaubt ihr gar nicht. Wichtig? Erstmal hier noch schnell... Einmal... Kurz... Oh mein Gott, sowas von wichtig. Was machen die da unten? Die gehen irgendwie die ganze Zeit in die Toilette rein, oder was? Müssen die einen abseilen, oder was ist da los, Bruder? Alter, die machen da unten so Remi-Demi, jetzt reicht's mir. Kommt mal her, Kollegen, Stürsch. Aha, so, du bist Nummer 1. Easy. Leute, wenn die Drumgun drauf ist... Drumgun mal wieder. Man hat's gemerkt. Sie ist einfach Real Talk zu stark. Wir haben die Tresorkarte und jetzt geht's los. Jetzt sind wir ready, Leute. Jetzt werden wir uns hoffentlich die im Optimalfall die Bandigun holen. Wenn wir die Bandigun haben, oha, oha, dann geht's hier richtig zur Sache. Weil jetzt brauchen wir auch nicht mehr defensiv spielen. Jetzt können wir einfach reinrennen und die Typen holen. So. Hier brauchen wir keinen Schiss haben. Die Luke auf, zur Sicherheit noch einmal die ekligen Geschütze. Leute, ich kann euch das immer empfehlen. Macht die Geschütze zu, weil die nerven einfach. Wenn hier irgendwelche Leute euch pushen und hier rumschießen müsst, dann verliert ihr nämlich die Tarnung. Und dann nerven euch die Geschütze. Und so haben wir schon mal das Ganze vorgebeugt. Bitte Bandigun, bitte Bandigun, bitte Bandigun. Jackpot. Sehr, sehr gut. Sehr. Oh, draußen sind noch Gegner. Kümmern wir uns gleich drum. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit hier. Danke, danke, danke. Also ich sag ehrlich, Leute, mit dem Equipment, den wir gerade hier haben. Sorry. Damit können wir doch echt gut reingehen. So, jetzt müssen wir nur zusehen, wo die Leute sind. Dass wir hier auch dementsprechend 10 Kills hinkriegen. Ich bin gespannt. Irgendjemand? Hä? Der Pickaxe denn da? Hä? LOL. Die wollten die heraus? Oha, Leute. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Die wollten die Herausforderung machen. Nämlich die Herausforderung ist ja Geschütze zerstören. Ey, ich brauche die Bandigun. Da ist der nächste. Ich sag ehrlich, Drumgun. Drumgun ist einfach zu stark. Drumgun ist Real Talk zu stark. Leute, wieso ich die Bandigun jetzt nicht mitnehme? Ich glaube, Schildtränke sind wichtiger, weil wir auch schnell defensiv gehen können. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal liegen. Zur Not, wir können immer noch hier zur Agency zurückgehen und können uns das Teil holen. Aber wir haben 6 Kills. Das sieht sehr, sehr gut aus. Also Ziel, persönliches Ziel wäre auf jeden Fall mehr Kills zu machen als mit Brutus Minigun. Um einfach auch zu gucken, welche Waffe besser ist. Ich sag euch vom Feeling her gerade, fühlt sich die Drumgun ein Tick besser an, ne? Fühlt sich wirklich ein Tick besser an.
weiß auch nicht warum. Die ist halt, ey, wirklich, also wenn ihr da einmal drauf seid, da sind noch ein paar Gegner. Wenn ihr einmal drauf seid, trifft gefühlt alles, ne? Zu stark, Retalk. Zu stark, es ist einfach, die Waffe ist zu stark. Zu stark. Ich habe keine Gegner. Ah. Ah. Stark. Zone kommt, aber macht nichts, Leute, wir haben Bandygun. Alter, das ist grad. Unter uns einer. Die Leute können nichts machen. Es ist leider wirklich so. Die Leute können dagegen nichts machen. Ich glaube, der hat gerade Jump Hit, die ist der eine da oben. Können wir auch nutzen. Ich glaube sogar, hier ist noch einer, aber es ist mir jetzt egal, Leute. Abhauen, abhauen, abhauen. Alter, was war das gerade gewesen? 10 Kills, es leben noch. Ihr seht selber, es leben noch 19 Leute. Es könnte hier mit Abstand wirklich Weltrekord werden. Es könnte, glaube ich, Weltrekord werden. Ihr seid gerade live dabei, Leute, wie wir einen Weltrekord in Fortnite erspielen. Apo RED, Digga, macht das nach. Meld dich bei mir. 1 gegen 1. Gar kein Problem mit der Drumgun. Aber ich sag ehrlich, erstes Feeling gerade. Drumgun ist zu stark, wirklich jetzt. Drumgun ist selbst stärker als Brutus Minigun. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, aber das Teil ist ja wirklich geisteskrank. Also diese 50er Headshots, die du da reinballerst, die Leute können quasi nichts machen, ne? Also es ist wirklich so, es ist besser wie eine Pumpgun. Also ich würde sagen, die einzige Sache, die es nicht ersetzen würde, ist die One Pump, also diese Schrotflinte, diese Einschuss-Schrotflinte, diese epische bzw. legendäre. Aber ansonsten ist die Drumgun eine so krasse Allrounder-Waffe, dass ich sogar sagen würde, dass du nicht mal mehr ein Sturmgewehr brauchst. Wenn du das Ding spielst. Ey, ich weiß nicht, die Leute haben die ganze Zeit immer gesagt, boah, das Ding ist so OP, das Ding ist so OP. Ich hab's irgendwie anfangs nicht so gefühlt, aber jetzt, wo ich damit 10 Kills gemacht habe, nur mit der Drumgun, fühle ich es unnormal. So, kommt denn noch jemand mit der Zone rein? Nee, natürlich nicht. Na, komm, gib mir noch einen. Dankeschön.
Dankeschön für die Blumen. So. Alter. Ey, wann habe ich das letzte Mal so eine Runde gehabt? Okay, vor uns zwei. Da muss man ein bisschen... Oh mein Gott. So lost. So lost. Er wollte sich gerade ein Medkit drücken. So, ich hoffe, der Kollege kommt jetzt zurück hier. Das wäre lecker, Alter. Oh, er kommt wirklich zurück. Er kommt zurück. Das war mal wieder typisch. Das war ja mal wieder typisch Bennyboy-Aktion. Der eine sieht gar nicht durch, wie sich Opfield ein Medkit drücken. Der andere haut einfach eine Toilette ab, holt sich ein paar Shots von den Bots unten ab, bekommt dann wieder raus. Ja, GG, Alter. GG, Alter. So. Ab in die Zone. Dann passt das schon. Würde ich sagen. 12 Kills. Wir haben jetzt genauso viele Kills wie mit der Minigun. Also Ziel ist definitiv hiermit schon mal erfüllt. Leute, wenn ihr mehr von diesen Challenges... Das war doch der Pisser von vorhin gewesen. Einfach weggelasert, kann er nichts machen. Das war doch der vorhin gewesen, der mich da so genervt hat. Ja, so sieht man sich wieder. Zu stark. Die Waffe ist zu stark. Die Leute können nichts machen. Sie können Real Talk nichts machen. Ihr seht's. Ihr seht's selber. Was wollen die machen? Es ist einfach eine Laserwaffe. Du musst nichts können. Du hältst einfach nur rauf und rein. Das war's schon. Rein, raus. So ist es. Ja, okay, das sind Bots, Digga. Also, das sind wirklich Bots. Lol, das ist Spieler. Weil Bots können nur eine Wand bauen. Aber der kann... Lol. 17 Kills. Okay, gegen die schlechtesten Spieler der Welt, man kennt's. Okay, ich dachte gerade wirklich, das wären Bots gewesen. Aber Bots können eigentlich nur eine Wand bauen. Deswegen hat's mich gerade... Also, es waren auch Bots, aber halt menschliche Bots. Alter, 17 Kills, Weltrekord, only Tommy Gun. Ey, Leute, ihr müsst wirklich, tut mir einen Gefallen. Sagt mir, ich mach Boom Boom, 30 Kills. Boom Boom, Brutus Minigun, mach ich nochmal 20 Kills. Leute, ich mach Musculus Waffe, 10 Kills. Schreibt unten in die Kommentare rein, wenn wir hier 50.000 Likes schaffen. Ich mach Boom Boom, 10 Kills. Ah, doch nicht. Ist mir egal. So wie ihr wollt. Ich will die nur ein bisschen Support sehen, Leute. Abonnieren nicht vergessen, um nichts zu verpassen. Wo campen die letzten? Drei Leute hier noch. Drei Leute. Es wird eine 20-Bomb. Busch, im Busch. Lost. Ja. Ja. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier. Er hat Brutus Minigun, da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Keine Panik auf der Titanic, kein Stress, Leute. Wir haben mehr als genug Kills. Ich will die Runde jetzt einfach nur noch ordentlich gewinnen. Einfach ordentlich nach Hause bringen. Schade, 20er wird es nicht mehr.
Erster down. Lol, das war sogar die normale Minigun. GG, Alter. Ich könnte Trickshot machen mit der Sniper. Aber ich weiß nicht, Digga. Dann wär's aber. Nee, ich sehe schon. Nee, wir machen's nicht, Leute. Wir werden ihn pranken, aber. Die Leute hätten sonst rumgeheult, Leute. Die Leute hätten rumgeheult. Nicht only Drumgun. Weltrekord! Wie viel? 19 Kills! Let's go! Let's go, only Drumgun! Abonnieren, liken! Ihr seid die Besten! Ich küsse eure Augenbrauen!